als Sperrung zu Serflitz mit dem Rennen, Crossrennen, Querrennen der Masters 2, der Frauen und der. Also, jetzt sind wir wieder hergefahren, jetzt haben wir den ersten Anstieg zu ihm. Also, ich bin der Kletter, wenn wir reinfliegen, oben lange Schafe, links so, und dann 180 Grad so, und dann runterfahren müssen. Und dann. Dann kommt der erste gefahren, sag das mal, 5,19 jetzt die Rundenzeit. Schauen wir mal, wer jetzt kommt als erstes. Bleib mal jetzt dran, Marcel. Ja, Stefan Klopp kommt mit der Startnummer 5. Mit dabei und der junge Marcel Scherer, der schon die deutsche Pferde, also eine Dreiergruppe, die jetzt. Ja, da gibt es, sieht große Abstände schon. Stefan Klopp vorne vom Gunscher CX Master Team. Dann wie gesagt Dirk Hämmerling, Carsten Buchberger und mit dabei auch der junge Marcel Scherer hier vom Außenständischen. Stefan Klopp vorne vom Gunscher CX Master Team. Komm Marcel, sehr gut. Dann wie gesagt Dirk Hämmerling, Carsten. Die Bikes and More. Luxemburger Rennen, wie? Ja, hier geht's weiter.
Stefan Lock 5,53 seine Rundezeit. Also er bleibt konstant. Sind wir zusammen. Da ist unser Name. Der schwarze Trikot, Böse Schmelz und das blaue Lindenberg von Film von VC Darmstadt. Gleich über 30 Minuten die Renndauer. Zwei Runden. Ja,
Zuhörer, der Einheimische sah, als ich drüben wie der Sieger aus diesem Olympischen Siegpokal gekommen, hat er gesagt. Und dann hat Luka Janis Zerczynski, der an sich das Rennen die ganze Zeit angeführt hat, die Chance genutzt und hat einfach verdient gewonnen. Also auf Platz 2 vom Erfurt-Möbel schwelt Marcel Scherer. Auf Platz 1 der Sieger vom Erfurt-Lingenfeld, Luka Janis Zerczynski. 3 Sekunden waren es dann noch gewesen in der Endzeit, die er durch den Stolperer von Marcel rausgefahren hat und damit ganz oben auf dem Siegerpodest steht. Luka Janis Zerczynski und Marcel Scherer. Assas 2, auch hier war es spannend, zumindest um die Plätze 2 und 3. Letztendlich musste sich dem Hessen geschlagen geben, der Saarländer auf Platz 3, Dirk Hämmerling. Der Gründer, oder beim kleinen Abwarten, der hätte schneller gewesen, aber hinten, wir haben es gesagt, da hat sich die Spreu vom Weißen ein bisschen gestreckt an dem Anstieg. Da hat es dann gemacht, Carsten Buchberger von der RC, vom RC 1900 Bierstadt auf Platz 2. So, wenn hier die Ersten schon durchfahren. Und mit konstanten Rundenzeiten, immer unter, knapp unter 6 Minuten, hat er sich den Sieg herausgefahren. Der Vorsprung war dann 7,23 Sekunden für Stefan Klopp vom Gunscher CX Master Team.